Ach, da steht das Genre. Wir haben hier ein Detektiv-Abenteuer-Franchise. Wir nennen unser nächstes Spiel mal Pirates. Und es wird ein völlig anderes Thema haben. Es richtet sich an alle und das Thema sind Piraten. Es ist ein Adventure. Auf dem PC. Wo passen denn Adventures? Vielleicht auf diesem Grip-Pad? Wir probieren es mal auf dem iPad. Und dann vielleicht noch auf dem, ich weiß ja nicht. Ich meine, in der Realität hat der DS natürlich diesen, ne? Der hat durchaus Adventures. Unterstützt aber dann keine Großspiele. Na, dann nehmen wir besser die... Ich weiß es nicht. Die Nu für ein Adventure? Wir machen es einfach mal. Wieso können wir das Spiel nicht veröffentlichen? Vielleicht unterstützt der iPad auch kein Adventure? Nee, daran liegt es nicht. Ach, das Genre ist irgendwie nicht gewählt gewesen. Dann hier wieder zurück. Genau. Mit der geilsten Grafik, Alter. Wie man so schön sagt im Branchenkreis. Ja... Skybin hat sich einfach nicht gut verkauft. Aber ein Adventure mit Piraten werde ich wohl hinbekommen. Story Quests ist sehr wichtig bei sowas. Das Gameplay eher nicht und die Engine spielt nahezu keine Rolle. Oh, kommt schon Leute, jetzt müsst ihr in Urlaub. Ist das euer Ernst? Macht mal kurz Pause vom Urlaub. Nein, sie müssen weiterhin in den Urlaub. Ah, wenigstens ist der Rest des Teams ausgeschlafen. Ich habe es noch nicht hinbekommen, das klug miteinander zu timen. Also, bei einem Adventure ist natürlich die Storyquest wichtiger als die Engine. Ihr merkt, ich überspringe ein paar dieser Textboxen, weil wir die ja nun wirklich schon häufig gelesen haben und im Prinzip wissen, was da richtig und was falsch ist. Und worum es geht. Dialoge sind wichtig. Um die Dialoge kümmert sich aber Paul Reed, denn der macht aktuell gar nichts. Dialoge und Leveldesign würde ich sogar als gleichermaßen wichtig einordnen. Etwa zumindest. Ja, das Microsoft Tablet, das M-Pad, das nie rauskam. Glaube ich zumindest. Skybin hat sich noch nicht mal eine Million Mal verkauft. Großartig, oder? Oh, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen den Hype hier starten. Und ich hoffe, ich kriege das Spiel raus, während Abenteuer noch eine beliebte Kategorie ist. Denn ansonsten bringt mir das auch nicht so viel. Wo ich schon von Hype Train rede. Eine große Kampagne. Okay, jetzt hat die große Kampagne zum Beispiel was geschafft. Was gebracht, während das Leveldesign lief. Grafik ist wichtig, Spielweltdesign auch, Sound eher nicht so. So sollte die Verteilung dann vielleicht sein. Marion Potter kümmert sich um die Grafik und ist damit sichtlich überfordert. Machst du das vielleicht besser? Und die nächste wird Wu heißen. Der Nachfolger von dem Nu heißt Wu. Natürlich eine Anspielung auf die Wii U und naja. Meine Meinung zu Wii U werde ich mal nicht äußern. Also das Design- und Technologieverhältnis stimmt ja schon mal. Das Spiel könnte ganz gut werden. Und Pirates ist natürlich eine Anspielung auf Sid Meier's Pirates, aber da spielt jetzt, das ist jetzt nicht so lustig. Ich hätte vielleicht Primates draus machen sollen. Ja. Wie zu erwarten war, ist der Hype-Train natürlich genau dann abgefahren. Choo-choo!
als das Spiel fertig wurde. So ist das bei großen Spielen. Man ist nicht ganz so agil. Wir hätten eigentlich in der Sekunde, in der der Hype angefangen hat, anfangen können. Und es hätte nichts gebracht. Komm, ich komm doch wohl auf 300 Hype. Das schaffen wir. Team, das schaffen wir. Nochmal Zeitschriften. Ja, dankeschön. Ja, man kann jetzt Spielengines optimieren für mehrere Plattformen, dann kostet die Entwicklung für mehrere Plattformen halt weniger. Ist aber nicht so wichtig. Boah, Alter, diese Forschungsmasse. Und für 3D-Grafik reicht es noch nicht mal. Wir könnten alles andere... Nee. Wir haben einfach viel zu wenige Forschungspunkte. Kurz gesagt, brauchen wir... Es wäre wahrscheinlich das Klügste, unser Team so zu trainieren, Forschung und Entwicklungskurse zu vergeben, damit wir die Forschungswerte erhöhen. Okay. Pirates hat schon mal 10 Punkte bekommen von Stargames, aber nur 8 von Informed Gamer. Ja, durchwachsen. Es ist ein gutes Spiel. Ich glaube, das war jetzt eine gerade 9. Das ist nicht schlecht. Wir haben zumindest die Entwicklungskosten definitiv drin. Und zwar in der ersten Woche, glaube ich sogar. Nein. Aber fast. Die Begeisterung scheint kein Ende zu nehmen. Wir kaufen mal wieder einen großen Messestand. Und haben 100 Millionen Budget. Damit wird sich ja wohl was machen lassen. Wir erstellen oder lassen erstellen Spielberichte. Das hätte ich vorlesen können, das habe ich jetzt nicht getan, habe ich leider übersprungen. Wäre aber cool gewesen, glaube ich. Aber ich habe es ja nicht getan. Ihr beiden solltet mal dringend in den Urlaub. So, und jetzt beginnt nämlich bei den anderen der Urlaubswille und wir können sie dann kurz bevor die anderen fertig sind mit ihrem Urlaub auch dahin schicken und dann haben wir unser Team synchronisiert. Und das ist das, was wir seit langer Zeit versuchen. So, viele Forschungspunkte, würde jetzt gern anfangen zu trainieren. Ja, da sind die Spielberichte. Die Tipps, die wir daraus gewinnen, werden uns ja dann sowieso angezeigt, wenn wir das nächste Mal ein Adventure entwickeln. Und wir scheinen gut darin zu sein. So, das ist der Moment, wo ihr in den Urlaub geht. Alle miteinander. Zwei der Leute sind schon wieder hier. Ich könnte also Auftragsarbeiten probieren. Ja, Dave Johnson hier, Eigentümer von Departure Science. Aperture Science. Wir haben einige unserer Testobjekte auch in Spielen ausgesetzt und überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht. Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal, ich habe da ein paar Produkte, die ein wenig Werbung benötigen. Ich dachte da in eine Art Produktplatzierung. Er zahlt mir 200.000, wenn wir diese Produkte in ein Spiel einbauen. Und wir sagen natürlich ja, denn das kann ja ganz cool sein. Wir trainieren auf Forschung und Entwicklungskurs. Damit wir Forschungspunkte bekommen und damit wir halt mehr Forschungspunkte generieren. Auftragsarbeit. Es kann halt auch sein, dass das Spiel zwischenzeitlich ein Update genossen hat. Früher war es so, dass diese Forschungs- und Entwicklungstrainings nicht so wichtig waren. Vielleicht ist es mittlerweile wichtig. Wenn, dann weiß ich das nicht. Zeig mir mal meine Mitarbeiterliste. Wer hat denn die meisten Forschungspunkte bisher? 337, Brenda Rathbate. Dann werde ich auch dich da höher bringen. Nicht Forschung, sondern trainieren. Forschung und Entwicklung. Genau. Ist auch ein bisschen Speed dabei. Und wir machen weitere Auftragsarbeiten.
in der Hoffnung, dass wir dabei weitere Forschungspunkte freischalten. Die Wii wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Wir sind jetzt praktisch fast in der Echtzeit. Oh, Benutzerfreundlichkeit, Auftragsarbeit. Das ist krass. Aber wir haben es geschafft. So, letzte Auftragsarbeit. Wir sollen mal eben einen Film entwickeln. Okay. Dachte sich Blizzard auch. Es könnte sein, dass wir es nicht mehr schaffen. So wie Blizzard. Doch, wir haben es geschafft. Und beliebt sind neue Themen. Weiß nicht. Lass uns nochmal eine Fortsetzung zu Franz Revelation entwickeln. Nein, wie wäre es, wenn wir das nicht tun? Wir forschen mal nach Cloud-Spielstände und Mod-Support. Wobei, wir sollten uns fokussieren, aber wir haben nichts anderes, das wir sinnvoller forschen können. Wie wäre halt einen Forschungspunkt. Ein Forschungspunkt fehlt, damit wir das andere auch noch in die neue Engine dann reinnehmen können. Können wir vielleicht gerade was machen für einen Forschungspunkt? Vielleicht ist ja Ende der nächsten Woche dann wieder Auftragsarbeit verfügbar. Es ist einfach nichts da. Okay, dann müssen wir jetzt eine Engine erstellen, die nur 2 neue Features hätte. 3 sogar. Ach, Cloud-Gegenstände war kein Engine-Punkt. Ah, dann hätte ich schon gern das andere noch drin. Wir entwickeln mal ein mittleres Spiel mit der alten Kack-Engine. Neue Themen sind beliebt. Ein Adventure mit Zeitreisen. Auf der alten Konstellation, also PlaySystem, M-Box und PC. Das war ja, glaube ich, ganz gut. Quatsch, wir hatten das Grip-Pad benutzt. Und wir können jetzt vielleicht auch mal das M-Pad testen. Und wir nennen es Dr. Dr. Wu. Explodierende rote Fässer in dieses Adventure einbauen. Nein. Wir lassen das mal. Ich habe jetzt endlich auch mal Dr. Who geschaut. Vor einiger Zeit, muss man dazu sagen. Und es ist schon cool. Story und Quest sind natürlich dort sehr wichtig. Und wir hauen die Boosts rein. Die Boosts, meine Freunde, die Boosts. Die Boosts sind meine Freunde. So, ich hoffe mal, dass wir das Spiel dieses Mal wenigstens fertig kriegen, bevor der Hype abgefahren ist. Sieht soweit ganz gut aus, könnte ein schönes Spielchen werden. Ja, der Markt hat sich normalisiert. Dialoge waren hier, glaube ich, durchaus wichtig. Level Design nicht so sehr. Habe ich mich bisher immer geirrt, also, weil ich dachte, Level Design in einem Adventure. Naja, was habe ich denn gemacht? Ich wollte Zeitschriften. Ich dachte, Level Design in einem Adventure wäre durchaus von Wichtigkeit, weil ich halt darunter auch die Rätsel verstanden habe, aber das scheint nicht so zu sein. Diese Gewichtung ist sehr eindeutig und ist so auch richtig, wie ich finde. Ja, wir haben mal wieder eine Presseanfrage und wir pushen das Spiel. War wahrscheinlich ein Fehler, denn wenn wir ehrlich sind, so gut wird es wahrscheinlich nicht. Ja, altes Verhältnis, nichts Besonderes. Großer Messestand, weil wir 140 Millionen Euros haben. Also 1,5 Millionen für einen Messestand zu bezahlen, macht uns eigentlich nicht so viel aus. Mittlerweile können fast alle unsere Mitarbeiter den Boost. Das ist cool. Und die Spielemesse
Oh Gott, die Spielemesse in groß wird den Hype-Train sowas von fahren lassen. Ich habe auf der Spielemesse einen fahren gelassen. 1 Million Leute, Platz 16. Und ein Hype von, oh Gott, Leute, 500. Ein Hype von 500. Wie krass ist das denn? Wenn das Spiel jetzt absoluter Oberrotz wird, dann wäre das sehr schade. Dann werde ich mich in meiner TARDIS verkriechen und weinen. Den ganzen Tag lang. Und gutes Management noch dazu, das ist nicht so schlecht. Ja, alle wollen eine Gehaltserhöhung, ist schon klar. Wir warten damit, euch in den Urlaub zu schicken. Eine Firma namens Kick IT hat großes Medieninteresse auf sich gezogen, als sie in weniger als 8 Stunden die Entwicklung einer Konsole über sogenanntes Crowdfunding finanzieren ließ. Die Konsole namens Ouya. Was ist eigentlich aus der Ouya geworden? Ich weiß gar nicht. Ist die irgendwie cool geworden oder? Ich glaube nicht. Ja, unser Spiel leider auch nicht so sehr. Könnte besser sein. Eigenartig, aber gut. Okay, Adventure und Zeitreise ist vielleicht keine so gute Mischung. Aber ist auch kein Reinfall. Und allein durch den Hype wird es sich... Nein. Na gut. Es ist ein ziemlicher... Ja, es ist ein ziemlicher Reinfall. Und das fertige Projekt erfüllt natürlich nicht die hochgespielten Erwartungen. Okay, jetzt kommt ihr in den Urlaub. 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 Wir warten mit den anderen ein wenig und du forschst an... Was nehmen wir denn? Synchronsprecher. Ist Teil von Dialogen. Hängt ein bisschen davon ab, was unser nächstes Spiel sein soll. Vielleicht trainieren wir auch besser noch weiter Forschung. Ey, wir machen es so. Wir trainieren weiter Forschung. Du gehst in den Urlaub, du ebenfalls und jetzt das ganze Team praktisch. Die ersten beiden kommen wir zurück. Und auch die trainieren wir in Forschung. Trainieren. Forschung. Ja, 500.000 Verkäufe. Und mal wieder eine alte Spielengine. Also das alte Muster. Ich denke mal, ich muss das nicht mehr vorlesen. Genau, wir trainieren jetzt volles Fund auf Forschung. Entwickeln dann eine Spielengine. Um Forschungspunkte zu generieren, um dann noch eine Spielengine zu entwickeln. Ist jetzt nicht so ideal. Ich gebe der Engine keinen Namen, denn das ist wie gesagt ein Wegwerfprodukt. Der Gedanke ist, dass wir Forschungspunkte generieren. Tun wir das auch? Es geht! Aber ich habe leider beim Einstellen der Mitarbeiter, wie schon gesagt, nicht so auf Forschung geachtet, weil das damals nicht wichtig war. Nur es kann natürlich sein, dass das Spiel mittlerweile durchaus einige Updates bekommen hat. Ja, Dr. Wu war jetzt nicht so erfolgreich. Und auch die Engine hat uns nicht so viel gebracht. Wir können noch mal ein bisschen Forschung trainieren vielleicht. Machen wir das doch. Ich weiß halt auch nicht, ob es bei Forschung trainieren dann sinnvoll ist, dass die Forschungspunkte so auf jemanden... Wisst ihr, dass die Forschung eines Mitarbeiters sehr hoch ist?